Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play zu Tom Clancy's The Division. Ich habe schon angefangen, ein bisschen zu spielen. Ich habe das Spiel auch schon seit Release, aber jetzt hat sich irgendwie nur die Möglichkeit ergeben, das Spiel auch mal zu spielen. So, ich mache einen neuen Charakter. Zack. Und ich halte jetzt kurz mal mein Maul. An diesem Black Friday können Sie ausschlafen, denn... Einfach aus der ganzen Region strömen an diesem Tag. Händler nennen diesen Tag ihren Super Bowl. 140 Millionen, 9000 Geschäfte in der Wechseln ab Freitag waren für viele Millionen Dollar Geschäften erwartet werden. Die Grippesaison so früh wie noch nie. Sie hat bereits begonnen. Es scheint sich um eine unbekannte Art der Grippe zu handeln. Ebenfalls eine Tatsache, die selbst Experten unvorbereitet trifft. Will nicht spekulieren, aber solch... Zurück zu den Nachrichten. Meldet als erstes Blatt einen bisher unbestätigten... Haben reichlich für den Fall eines Pockenausbruchs trainiert. Die Nationalgarde, die sich bei einem Krankenhaus in Manhattan sammelt. Keine Züge, die Brücken sind gesperrt. Hier ist die Pocken sind eine echte Gefahr. Mehr Tote als durch AIDS oder Ebola. Dass es nicht genügend Impfstoff gibt, um alle... Steht kein Grund, in Panik zu verfallen. Eine komplette amerikanische Stadt. Inzwischen das grüne Gift genannt, wurde der Central Park in ein Massenbrand verwandelt. Meldungen von Stromausfällen, Gaslecks und Brennen. Die Regierung scheint keinerlei Ressourcen. Wir haben eine weitere Nacht im Zeichen von Plünder. Die Einwohner von New York bitten eindringlich. Alle verfügbaren Einheiten. Brand an der Ecke Houston und mehr. Mehrheit unserer Ersthelfer ist entweder tot. Keinerlei Ressourcen mehr. Die behandeln uns wie Tiere. Nicht unser Job, dafür sind wir nicht aus... Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch... Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. So, das war jetzt mal eine fette Ansprache und auch mal alles angezeigt, warum sich dieses Spiel eigentlich dreht. So, jetzt können wir erstmal einen Charakter erstellen. Natürlich machen wir einen männlichen. Jetzt können wir erstmal eine Stunde lang den Charakter erstellen. Okay, so viel gibt es dann auch wieder nicht. Okay. Den schon mal nicht. Den auch nicht. Nein. Also es gibt nur vorgefertigte. Kann man den nehmen mit welcher Hautfarbe? Ein bisschen bräunlich. Mit. Das sieht cool aus. Nehmen wir das. Haare machen wir. Was gibt's denn da von Frisur? So fast Glatze. Etwas längere Haare. Okay. Undercut, das ist schon mal gut. Bart. Machen wir mal den. Mit der Haarfarbe. Ja, das sieht gut aus. Narben, was gibt's denn dort? Namen lassen wir mal. Kriegsbemalung. Sehen auch nicht gerade so schön aus. Was gibt's denn vor Tattoos?
Oh, am Hals. Hatte ich bei Kriegsvermahnung nicht gesagt, dass ich keine haben möchte? Ich muss extra wieder zurück auf 1 gehen. So, Tattoo. Aha. Spinnen. Also es gibt sehr viele Tattoos, die man ähnlich sieht, wenn man einen Charlem hat. Also sind die leicht unnütz. Und sehen auch noch nicht mal gut aus. Okay, dann lassen wir das auch. Noch schneller. Zack. Zubehör. Piercings und Brillen, okay. Piercing. Okay. Ey, wie passt die Brille zu denen? Mach mir mal so. Aktiviere Agent Dr. T-Style. Ja. Autorisiere Agent. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Okay. Die Entdeckung. Gehen nehmen. Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Zack. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Okay, das war einfach. Zahnfeuerwaffe wechseln. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Sekundärwaffentest erfolgreich. Nein, so. Safe House Plan. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Ja, das hört sich schon mal gut an. Also wir müssen jetzt erstmal zum Safe House hin. 50 Meter, da vorne ist es. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Bisschen nach oben und interagieren. Sie betreten einen sicheren Bereich. Okay. Kontakt mit Failure aufnehmen. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachtzügler. Agentin Fei Lau, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten. Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Alles klar. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. Da. Identität bestätigt. SHD-Ausrüstung aktiviert. Cool. Was muss ich an? Okay. Karte. Okay, Nebeneinsatz. Gut. Kann ich auffüllen? Ja, ich kann auffüllen.
Im Inventar habe ich nichts. Lasst euch nicht von den Phoenix Curries irritieren, das kommt von meinem anderen Charakter. Das wird übertragen, genauso wie das ganze Inventar, was man in seinem Lager hat, das wird auch übertragen. Auf allen Charakteren, die man hat. Sie verlassen jetzt. Dass ich hier jetzt schon zwei Charakter habe. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte da ganz schön was drin. So erfahren wir ein bisschen mehr über das, was sie erwartet. Okay. Wir müssen hier hoch. Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Super Schuss. Oh, nicht das. Das nehmen wir mal. Untersuchen wir das mal. Allein das. Vermisste Vorratskiste geortet. Okay. Die ersten paar Missionen hier sind hier noch nicht direkt auf der richtigen Map. Die sind ja jetzt erst auf der Tutorial-Map, kann man sagen. Ich glaube, das müsste hier Brooklyn sein, oder was es immer sein soll. Ja, Brooklyn ist es. Und die richtige Map ist ja in Manhattan. Ja, Manhattan oder Manhattan nicht, ne? Oh, da war flach. Oh, scheiße. Ich muss mir das Reingelaufen mal abgewöhnen. Oder auch nicht. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. GTF markieren. Warnung. Kräfte nähern sich. Oh, da kommen ein paar. Da gehe ich lieber mal ein Stückchen zurück. Lass mich hier schön konzentriert. Zack. Der letzte. Okay. Bleibende Vorräte suchen. Für JTF markieren. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Nebeneinsatz abgeschlossen. Das ging einfach. Naja, ist gute auch. Arbeit, Agent. Dann fangen wir das jetzt immer zu den Leuten, die es brauchen. So. Dann gucken wir mal. Einmal bessere Schutzweste und einmal ein besserer Rucksack. Und wir können eine Fertigkeit auswählen. Ich mache anfangs erstmal. Zack. Eine Pulsgeber, damit ich sehen kann, wo die Gegner sind. Jetzt. Einmal gucken. Einmal dorthin. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer nächste. Bank erfahren. Ich muss kurz gucken, wie lange ist die Folge schon, aber Sie müssen da über 10, 11 Minuten. In Grenzen halten. Ich will so um die 15 Minuten Parts machen. Gut. 15, 20 Minuten. Ah, ich denke mal ja 15 Minuten. Naja, außer man macht jetzt. Oh, Entschuldigung. Man macht jetzt irgendwie eine größere Mission. Da dauert es dann auch schon mal länger. Also mal größere Folge oder halt. Eine Mission auf zwei Folgen aufgeteilt. Da. Tunnel betreten, okay. Dann tun wir das mal. Interagieren wir mal. Und betreten den Tunnel. Also das wird hier auch meine letzte Mission sein, denn ist die Folge auch zu Ende. Feindpräsenz entdeckt.
Was? Oh, fuck. Egal. Noch mehr? Ach du Scheiße. Genug, um dich zu schnappen. Lockt ihn aus der Deckung! Eine Bedrohung, alles klar, dann müsste das der letzte sein. Ja. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Geisel retten. Hallo? Alles okay, dann? Ja, ja, ist alles okay. Hey, ist da draußen jemand? Können Sie mich rauslassen? Ja, hier, kommen Sie raus. Oh. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich auf. Neue Holster. Das war. Level 2. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. So. Den rüste ich mir nochmal aus. Einmal zack. Einmal die Waffe. Eine MP5N. Navy Vision. Alles klar. Rempel mich nicht an, du Spast. Okay, wir müssen Level 4 werden. Dann kann ich noch eine zweite Waffe nehmen. Also eine sekundäre Waffe. Mal sehen, ob wir das im nächsten Part werden. Das wäre es dann für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich mache jetzt hier noch einen Hampelmann. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.